Husa Leute und willkommen bei einem neuen Part von No More Heroes. Ja, im letzten Part haben wir die alte Schabacke Speedbuster besiegt. Die alte war auf Rang Platz 3 und hat unseren alten Meister Thunderyu besiegt. Wenigstens konnten wir sie dafür ordentlich rächen. Und, oh, mein Mikro wackelt ein bisschen. Moment. So, hoffentlich ist es nicht so ganz wackelig wie eben. Ja, Speedbuster ist tot und wir sind auf Rang Platz 3. Es kommt der übliche Verlauf mal wieder. Wir werden zu Naomi gehen, das Schwert abgeben von unserem Meister. Und mal gucken, was das Neueste jetzt gibt. Und ein neuer Teilzeitjob ist verfügbar. Wer hätte es gedacht? Na, okay. Auf jeden Fall ab zu Naomi. Und dann, das Problem ist mit dem Trainieren. Unser Meister ist tot. Und wenn man, ja, in der deutschen Version gibt es einen Räder. Wenn man ja, dann einfach zum Meister fährt und dann ist so schön einfach dann in den Trainingsraum reingeht, dann stürzt das Spiel ab. Deswegen muss man das Spiel auf Englisch stellen, Quatsch, man muss die Wii auf Englisch stellen und dann das Spiel nochmal neu starten und dann klappt das Ganze auf einmal. Das ist ganz, ganz verwunderlich, ganz, ganz komisch. Es ist nur eine deutsche Version, also wenn ihr Probleme habt, dann wisst ihr, wie man es lösen kann, da könnt ihr weiter trainieren. Okay, was haben wir denn hier? Ein japanisches Schwert? Und wo zur Hölle hast du denn... Wo zur Hölle hast du das denn hier? Lass mich ein bisschen daran arbeiten. Ich kann daraus ein cooles Katana machen. Komm später nochmal wieder. Alles klar? Wenn du Glück hast, habe ich da was Abgefahrenes für dich. Japanisches Schwert übergeben! Ja, das habe ich wohl auch getan. Die Waffe gibt's halt noch nicht. Gibt's euch neue Teile? Nein, ich habe keine neuen Teile. Wir haben unheimlich viel Kohle dafür, dass wir einen Gegner besiegt haben. Und dafür, ja, was werden wir jetzt machen? Trainieren erstmal nicht, wie gesagt. Das werde ich halt separat machen, denn dafür muss ich das, ja, die Konsole nochmal ausschalten und nochmal neu starten, so gesehen. Es ist halt echt blöd. Es ist echt blöd gemacht. Also es ist echt ein Fehler, der sollte eigentlich in einem Spiel nicht vorkommen. Aber was soll man machen? Wir fahren nochmal kurz die Freefeld-Videos vorbei, mal gucken, ob die ein neues Video für uns haben. Ich glaube nicht. Aber man weiß ja nie. Zumindest werde ich jetzt mal sagen, was Bishop sagt, den haben wir lange nicht mehr gehört. Den guten alten Ossi, der ja kein Ossi ist, aber ich spreche nach Ossi. So. Travis! Na komm, jetzt sag was. Travis, wie läuft das Geschäft? Übrigens, das Teil, was du wolltest, und jetzt bin ich fast wie ein Kölsch drin. Über das Teil, was du wolltest, ist noch nicht da. Aber was da was Häuser sind. So, das dürfte zu gewesen sein. Nee, es gibt kein neues Video. Okay, dann sage ich Tschüss. Bis bald, Travis. Viel Erfolg, Grüße. Ja, das ist komisch. Ich mache irgendwas Eigenes daraus. Ich bin sowieso so ein Typ, der die ganzen Akzente aus Deutschland mixt. Also es ist ein bisschen was aus dem Rheinischen, es ist was aus dem Norden, es ist ein bisschen Berlinerisch. Es ist bekloppt, Leute. Was soll ich sagen? Geht nicht anders. Gut. So, wo geht's hin? Training ist jetzt wie gesagt abgehakt, da können wir nichts mehr machen. Lobikov können wir nicht. Ja, dann mal ab zu Area 51 und wir kaufen uns neue Kleidung. Ja, das haben wir uns ordentlich verdient, sage ich mal. Wir als Travis Touchdown auf Platz 3 der Welt, nee, der amerikanischen Liste. Das ist ja noch nicht die Welthandliste, obwohl es teilweise mal gesagt wird, teilweise ja nicht. Es ist beglaubt, Leute. Gut, kurz rechts abbiegen, dann besuchen wir wieder unseren Freund Mask. Und kaufen uns was Frisches, Neues. Unsere alten Sachen waren ja blutbespritzt und so weiter. So. Gut. Was haben wir denn hier? Feines wieder. Sonnenbrille natürlich nichts Neues. Jacke. Was haben wir denn? Jacke super. Bah! Schlangenleder. Und das kostet ordentlich Kohle. Ach du Scheiße. Okay, auf jeden Fall wird es jetzt gekauft. Wir wollen ja alles haben. Boah, das ist die hässlichste Jacke, die ich jemals gesehen habe. Okay. Shirts. Wie viel kosten die? 20.000 pro Stück. Okay, da war ganz schön unsere Kohle weg. Ja, ein Pentagramm. Ein komisches, wie heißt das? Denki Bosatsu. Keine Ahnung. Was ist, steht da? Rubby Disc? Nee, Rubber Disc. Mhm. Star Record. Und was ist das? Pimpin. XXX. Ain't easy. Okay, okay. Aber erstmal kaufen wir die Sachen, die etwas teurer eigentlich immer sind. Oh, es gibt zwei neue... Ach du Scheiße. Okay. Zwei Hosen, beide nicht billig. Ich kaufe mir erstmal die hier, damit wir
mit einem schönen Look durch hinterherlaufen. Ja, kaufe ich mir auch noch. Oh Gott, jetzt bin ich echt schon fast pleite. Ja, ich laufe wie im Schlangenledermuster rum. Vielleicht finde ich noch irgendwo noch ein Schlangenleder-T-Shirt. Auf jeden Fall, oh Gott, Metal Scala, okay. Ja, damit, Gott, was ist, hat es nicht so viel gekostet, zumindest das. Aber hatten wir nicht auch Schlangenleder? Da haben wir es Viper. Das werde ich mir noch anziehen, damit wir auch wirklich vollkommen in Schlange rumlaufen. Okay, jetzt wieder die ganzen T-Shirts kaufen. Zumindest die ich mir leisten kann. Und den Rest, den ich mir nicht leisten kann, werde ich ja wieder Offspring kaufen. Ist ja alles bereits klar. Aber ich werde mir wieder ein hässliches Ding besorgen. Ich glaube, das werde ich mir jetzt holen. Okay, kaufe ich mir das. Das und dann noch das hier. Weil alles andere danach kann ich mir nicht mehr leisten. Okay. Boah, sieht das hässlich. Oh Gott, Travis, du bist so hässlich momentan. Oh Gott. Okay. Alles klar. Was machen wir nun? Wir gehen arbeiten. Genau. Und nach dem Arbeiten werde ich einen kleinen Schnitt wagen, die Konsole auf Englisch stellen, dann gehen wir trainieren und dann machen wir die Attentatsmission. Okay. Dann wieder feilschnell ab zum Jobcenter rüberfahren. Liegen so rum und sagen, ich weiß, wie heißt der Typ eigentlich? Weiß das einer von euch? Der Typ vom Jobcenter, wie der heißt mit dem Namen? Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Also überhaupt keinen blassen Schimmer. Ja. Ich habe schon in der Figur geguckt. Ich mache hier nach dem Bauchgefühl. Es hat mich eigentlich selbst getrübt. War vielleicht mal so 3 Minuten drüber, aber ich kann es mir leisten. Haha. Okay. Der nächste Job ist, glaube ich, ja der vorletzte. Es ist Skorpione ausrotten. Oder ist es doch der letzte? Ich weiß es nicht. Skorpione ausrotten. Kümmere dich um die giftigen Skorpione, um sie sicher... Punkt. Da gibt es einen Punkt, Markus. Um sie sicher zu entfernen, packe sie in den Korb auf deinem Rücken. Arbeitsplatz ist Atomic Drop Ward. Das ist in der kleinen Wüste, wo wir, wie heißt nochmal, Dead Shake, ja, angetroffen haben. Und 3000 für jeden Skorpion. Das ist doch, naja... Ich weiß noch, dass es nicht ganz einfach ist, denn hier kann man wirklich versagen, wenn uns ein Skorpion sticht und wir uns nicht rechtzeitig heilen können. Dann sind wir tot, also ja, auf jeden Fall ist die Mission gescheitert und wir müssen das noch von vorne machen. Ja, ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Gut, also, Klienten suchen. Dann fahren wir mal hin in unserem Los Angeles angehauchten Dörfchen. Ja. Ich gucke momentan so ein Let's Play von Sarazar, nämlich L.A. Noir. Ich bin immer so vergleichen jetzt, wie das L.A. hier aussieht. Also das ist ja alles an L.A. ziemlich anmutend. Und dann das L.A. aus L.A. Noir, was ja wirklich ein kompletter Nachbau ist aus den 40er Jahren, was ich richtig gelungen finde. Ja. Ich kann es euch empfehlen, guckt euch das mal an von Sarazar, es ist echt spannend. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von Sarazar, aber das Let's Play gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, ab dafür und den Job holen. Die unausgebrochenen Verräter sind ja die Streusen einfach, wie der Kölsch, ne, versteht sich. Der Herrschaft über die Skorpione macht dich zu einem Mann. Skorpione sind wie Frauen, wie der Weibsvolk hier, ne? Ein Mann ist nur ein Mann, nachdem er eine Frau erobert hat. Aber wie wir alle wissen, ist es schwer, ein Mann zu sein? Nö. Skorpione haben ein tödliches Gift. Genauso wie Frauen, die dich umjarnen und ausschalten wollen können. Pass auf die Babes auf, Mann. Grüß den Skorpion J von mir. Beweg deinen Arsch. Ja. Der mit seinen Göttern. Der ist wahrscheinlich auch so, ja. Kommt aus der Antike und hat mehrere Götter oder sowas. Wer weiß. Skorpione ausrotten los. Das klingt immer so komisch. Kümmere dich um die Verseuchung durch giftige Skorpione. Du benötigst ein Serum von deinem Arbeitgeber, um dich vor dem Stich zu retten. Okay, dann. Das ist wie gesagt nicht einfach. Man kann gestochen werden. Das ist. Also je nachdem, es gibt, glaube ich, die Skorpione in verschiedenen Härtegräben. Und das kann echt wehtun. Okay. Da sind Schweine und holt mit dir hoch. Gut. Einen haben wir schon mal. Wann sind die echt teilweise versteckt, da muss man aufpassen. Da ist einer. Komm, und hol mit dir. Komm hoch. Wunderbar, haben wir jetzt schon 3. Oh Gott.
Das sind 3 Minuten auch noch. Scheiße, ey, ist das lang. Okay. Waren wir noch welche? Also die größeren geben natürlich auch mehr Punkte, aber die stechen natürlich auch früher zu. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Momentan finde ich hier nichts. Das ist unausgebrochen toll. Ich könnte natürlich jetzt aber auch jetzt die Zeit ablaufen lassen, damit wir einfach die Mission schaffen und sie, damit sie nicht gescheitert ist. Aber das wäre ja dann auch ein bisschen unspannend für euch. Da ist der Skorpion und womit ihr kommt. Sehr, sehr schön. Es gibt die Gaumen, die noch ein Blau und auch noch ein Rot. Und die Roten sind natürlich mordmäßig gefährlich. Okay, da hinten ist einer, den schnappe ich mir noch mal. Wieder frisch und getrost. Ich halte mich immer so ein bisschen in der Nähe von meinem Arbeitgeber auf, damit ich, falls ich gestochen werde, mich wieder heilen kann. Soviel ich weiß, tauchen die auch wieder so randommäßig, auch wie die Katzen und so weiter. Oh, das ist ein Roter. Ah, komm. Okay, da habe ich mir geschnappt. Sehr, sehr schön. Das ist, wie gesagt, gefährlich, die roten Schweine. Also ich meine jetzt damit jetzt nicht die Kommunisten, obwohl das sind auch rote Schweine. Haha, nein, okay. Ich habe mich da raus aus dem ganzen, oh, Scheiße, hochgestochen. Oh, ich muss mich jetzt beeilen. Oh Gott. 60 Sekunden nur. Oh mein Gott. Komm, beeil dich. 12 und dann was. Ja, komm, was machst du denn da? Komm. Okay. Weiter geht's. Schon wieder gestochen. Das ist doch nicht wahr. Wann denn bitteschön? Da war doch niemand. Jetzt weiter, komm. Wo war denn da was? Da. Okay, jetzt bist du dran, mein Freund. Komm. Jawohl. Jetzt ein bisschen auf die Skorpion anprügeln in der Luft. Da geht das schon. Okay. Da oben sieht man hier. Das ist der rote Skorpion, den mich eben gestochen hat. Nee, ist doch nicht, aber trotzdem falsch. Meine Fresse. Doch, wie ich gestochen wurde, habe ich schon tausendmal Gift in mir drin, so oft ich mich bewege, ist es eigentlich noch schlimmer. Aber es ist eigentlich, ja, so komm her. Komm, und wieder weitermachen. Wir haben 8 Skorpione, das wird sicherlich kein Gold geben. Aber das habe ich bei den Katzen auch schon gesagt, und wer weiß. Okay, also ich werde mich jahrelang an dich ranwagen, lieber Skorpion, du bist mein Freund, ne? Okay, wo mit dir? So, wo ist denn wieder ein Skorpion? Das ist der eine, der mich gestochen hat. Ich gehe wieder ganz langsam ran. Komm. Nein! Oh Gott, falsch. Pass auf. Travis, Vorsicht. Der sticht dich. Der ist böse. Komm hoch, komm, jetzt. Wunderbar. Gut. Das wird einer. Komm her. Prügel, einprügeln und sowas haben wir 11 Skorpione. Ich glaube, so gut war ich tatsächlich noch nie. Okay, 11 Skorpione. Ich weiß nicht. Ich glaube, andere geben noch ein bisschen mehr Kohle. Bin mir nicht ganz sicher. 11 Skorpione. 33.000 ist in Ordnung für einen Job. Und Silber. Ja, mit Silber bin ich doch mal zufrieden. Dafür, dass ich so oft gestochen wurde und so viel Zeit verloren habe, ist das in Ordnung. Der Drittklassische ist klar, aber dubios, will kein Arsch. So. Immer dasselbe. Gut. Okay, Attentäter-Missionen sind jetzt verfügbar. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir verschwendet haben. Eventuell kommt das Training auch noch mit in diesen Part rein. Das werde ich dann mal gucken. Okay, Leute, ich sage jetzt mal Tschüss. Und wir sehen uns dann später in einem anderen Part oder noch in diesem Part wieder. Bis dann, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, oder auch Husa, falls neuer Part ist, ne? Je nachdem. Ich gehe jetzt was trainieren, wie ich schon bereits gesagt hatte. Ich habe meine Logik auf Englisch gestellt und jetzt kann man ja auch unten wieder reingehen. Und seht euch das. Sanrio ist tot, aber er lebt als Geist doch hier weiter. So that, right, take off your clothes off. Okay, also er will uns immer noch ausziehen, obwohl er ein Geist ist. I will teach you that technique. Make sure your ass is clean, okay. Okay, mach mal das Training. Klar, macht ja genau dasselbe, ne? Eigentlich jetzt auf Englisch. So. Was? Wie viel kostet die Trainingseinheiten? Eieieiei, ich kann mir nur eins leisten. Dann mache ich hier erstmal Squat. Shit, ey, wie teuer ist das denn? Okay, da muss ich gleich noch ein bisschen Geld farmen gehen und dann mache ich den Berg hier wieder weiter. Ja. Auch wieder die Kniebeugen. Squat-Training heißt also Kniebeugen. Okay, gut zu wissen. Ja. 12 verbleiben, 10 verbleiben, 9 verbleiben, 8 verbleiben. Und das wird auch nicht schwieriger. Aber darum geht es ja, wie gesagt, nicht. Es geht einfach ein bisschen mit Panzischen durch. Und der ist bei mir doch schon gegeben, durch so wenig Mini-Übungen. Okay,
Maximum Vitality increased a little bit. Okay, also unsere maximale Lebensanzeige hat sich verbessert. Gut, das kann ich mir nicht leisten. Das ist enorm doof. Deswegen werde ich gleich nochmal kurz was trainieren gehen, was erarbeiten. Und dann, ja, oder steht was? This is that right. Buddy may be gone, but Thunderio's soul immortal. Okay, spricht auch hier mit einem enormen japanischen Akzent in der englischen Version. Also er meint, sein Körper ist tot, aber Thunderio's Seele ist unsterblich. I'll be watching you. Also er wird uns beobachten. Ja, das wird er wohl. Okay. Also, ich werde jetzt ganz schnell noch Geld rumsorgen gehen und dann mache ich die letzte Trainingseinheit mit euch. Okay, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Und jetzt noch wieder das letzte Training, das ist Bench Press, also Bankdrücken. Okay, das heißt wieder ordentlich triggern, dass meine Stimme vibriert wie ein Dildo. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay, dann fangen wir mal an. Ich wechsle mich jetzt einfach mal ab mit den Däumchen. Jetzt kommt hier der rechte Daumen. Dann kommt der linke Daumen. Der rechte Daumen. Ja, ihr merkt schon, der rechte Daumen ist trainiert. Warum, werde ich jetzt an dieser Stelle aber nicht kommentieren. So, ich mache nochmal den rechten Daumen. Jetzt mal wieder den linken Daumen. Und jetzt hast du ganz viel Zeit. Dom, da, dom, da, dom, da, dom, da, dom. Das geht auch alles wunderbar. Okay. Ja, haben wir auch das jetzt gepackt. Und, ja doch, das kommt alles noch in ein paar Trainer. Das habe ich gerade beschlossen. Und Strength increased a little bit. Also stärker hat sich verbessert. Und ich glaube, besser wird doch das nicht mehr. Ich glaube, das war eigentlich auch die letzten Trainingsmethoden. Aber natürlich werde ich nach dem zweiten Rangkampf noch mal kurz erscheinen und nochmal nachgucken. Okay Leute, das war's für das Erste. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt No More Heroes mit Travis Touchdown beim Channel Level 4. Okay Leute, bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss!